Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV. Und ohne langes Quatschen kommt hier schon der Themenüberblick. Abschalten, Energiesparen an der Uni. Abstimmen, Europa im Modellversuch. Abschießen, mit Pfeil und Bogen auf dem Campus. Gluten, Fructose und natürlich Laktose. Dass gewisse Nahrungsmittelbestandteile von vielen Menschen nicht vertragen werden, das ist inzwischen nichts Außergewöhnliches mehr. Warum allerdings manche Menschen laktoseintolerant sind und andere nicht, das haben jetzt Anthropologen der Uni Mainz herausgefunden und das quasi nur nebenbei. Juliane Kuckuck berichtet. Milchprodukte sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung, doch nicht jeder verträgt sie. In Deutschland sind etwa 20% der Menschen laktoseintolerant. Aber was heute bei uns als Einschränkung gilt, war vor einigen tausend Jahren vollkommen normal. Anthropologieprofessor Dr. Joachim Burger forscht in Mainz an der Besiedlung Europas nach der Eiszeit und stieß dabei eher zufällig auf das Thema Laktoseintoleranz. Die Besiedlung Europas hat insofern etwas mit Milch zu tun, als wir festgestellt haben, dass am Anfang dieser Besiedlungswelle, sprich vor etwa 7.500 Jahren, der größte Teil der Europäer nicht über die Fähigkeit verfügt hat, Milch im Erwachsenenalter zu trinken. 2.000-3.000 Jahre später kann das dann plötzlich die Mehrheit der Bevölkerung. Also ist in der Zwischenzeit irgendetwas passiert und darum dreht sich eben die Forschung. Vor der Jungsteinzeit lebten in Europa die Jäger und Sammler. Erst durch die Einwanderung von Ackerbauern aus Anatolien und dem Nahen Osten wurde die Bevölkerung Europas sesshaft. Deren Kühe wurden nicht nur geschlachtet, sondern auch gemolken. Anfangs vertrugen aber nur Kleinkinder und einige wenige Erwachsene Milch. Warum sich aber das Gen, das Laktose auch im Erwachsenenalter verträglich macht, so schnell durchgesetzt hat, interessiert auch Professor Burger. Das Gen konnte sich so schnell verbreiten aufgrund einer Kombination zweier Faktoren. Das eine ist die Demografie, nämlich die Tatsache, dass sich eine Bevölkerung, eine relativ kleine Bevölkerung über Europa gerade ausbreitet. Und das Zweite ist, dass dieses Merkmal offensichtlich auch unter einem gewissen Selektionsvorteil gestanden hat. Das heißt, die Träger dieses Merkmals haben im Durchschnitt mehr Kinder über den Winter gebracht als die Nichtträger. Aber nur die Kombination beider Faktoren, nämlich Migration und positive Selektion, führt letztendlich dazu, dass sich dieses Merkmal in Europa durchgesetzt hat. Von Laktoseintoleranz haben die meisten schon mal etwas gehört, wissen aber nicht, wie diese entsteht. Dr. Fabian Bendel erklärt, was bei einer Milchunverträglichkeit eigentlich passiert. Bei der Laktoseintoleranz fehlt den Betroffenen das Enzym Lactase. Das Enzym Lactase ist dafür zuständig, die Laktose, also den Milchzucker, im Dünndarm zu verdauen. Wenn das nicht der Fall ist, dann gelangt die Laktose unverdaut bis in den Dickdarm. Dort sitzen Bakterien, die die Laktose dann vergären. Und es kann zu ganz verschiedenen Symptomen kommen, wie Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen. Weltweit vertragen nur große Teile der Europäer und einige wenige Bevölkerungsgruppen Afrikas Milch. In Europa gibt es eine Art Gefälle von Norden nach Süden. Bei den Nordeuropäern sind weniger als 20% der Menschen laktoseintolerant. In Mitteleuropa sind es etwa 20-40% und im Süden Europas oft über 60%. In den Mainzer Laboren der Anthropologie suchten Professor Burger und sein Team nach dem Gen, was einige Menschen auch im Erwachsenenalter Milch verdauen lässt. Aber wie genau funktioniert das? Im Einzelnen ist das so, dass der Knochen oder das Knochenstück bzw. ein Zahn dann klein gemahlen wird, daraufhin extrahieren wir die DNA daraus und dann werden diejenigen genetischen Marker angereichert, die uns besonders interessieren. Und unter diesen Markern befindet sich eben der Marker, der auch das Laktase-Gen reguliert. Professor Burger und sein Team konnten also das Gen nachweisen, das die meisten Menschen Europas heute Milch vertragen lässt. In Zukunft wollen sie sich wieder der Besiedlung Europas nach der letzten Eiszeit widmen, dem eigentlichen Forschungsschwerpunkt. An Sommertagen wie diesen, da freuen sich viele über die Sonne nicht nur wegen der steigenden Temperaturen. Auch für Nutzer von Solarenergie gibt es quasi keine besseren Bedingungen. Auch die Uni Mainz greift bei ihrem Strom auf erneuerbare Energien zurück. Aber nicht nur.
Welche Energie die Uni Mainz genau bezieht und von welchem Anbieter die kommt, Maren van Treel hat mal nachgefragt. Drucker, Lampen, Computer. Sie alle brauchen Strom. Rund 63 Gigawattstunden Strom verbraucht die Johannes-Gutenberg-Universität pro Jahr. Doch woher kommt der Strom eigentlich? Alle zwei Jahre muss die Universität als öffentliche Einrichtung europaweit ausschreiben, um einen Energieversorger auszuwählen. Dr. Joachim Liers, der technische Leiter der Universität, hat gemeinsam mit seinem Stellvertreter den derzeitigen Anbieter ausgewählt. Wir beziehen von Entega einen Gesamtstrommix, der neben ca. 50% regenerative Energie 50% Strom enthält, der von fossilen Trägern, primär Kohle, erzeugt worden ist. Die Hochschulgruppe Campus Grün um ihren Fraktionssprecher Jonathan Brahms stellt deshalb Forderungen an die Universität. Wir fordern 100% Ökostrom für die gesamte Uni. Das heißt, wir wollen die Energieversorgung, die derzeit aus einem Energiemix besteht, auf 100% erneuerbare Energie umstellen. Das Studierendenparlament unterstützt diese Forderung. Für die Uni ist aber das wirtschaftlichste Angebot entscheidend. Es ist einfach eine Tatsache, dass wenn wir Ökostrom, 100% Ökostrom einkaufen würden, dass Mehrkosten entstehen würden, ca. 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Das macht bei unserem Gesamtstromverbrauch von 62, 63 Gigawattstunden ca. 120.000 Euro aus im Jahr. Und das sind einfach Mittel, die wir nicht zur Verfügung haben. Um die Kostenübernahme dieser Mehrkosten durch die Landesregierung zu garantieren, hat Campus Grün 2013 einen Antrag im Senat gestellt. Hierbei wurde die Universitätsleitung dazu aufgefordert, sich mit der Landesregierung in Verbindung zu setzen, weil für uns klar war, wir wollen die Umstellung nicht zulasten der Lehre oder der Forschung haben. Das heißt, wir wollten eine Kompensation für die Mehrkosten von Seiten der Landesregierung erreichen. Der Antrag wurde bedauerlicherweise abgelehnt. Die Hochschulgruppe kämpft aber weiter für eine Umstellung auf 100% Ökostrom. Als Campus Grün damals begonnen hat, die Forderungen aufzustellen, hätte es die Möglichkeit gegeben, relativ schnell auf Ökostrom umzustellen. Inzwischen gibt es wieder einen neuen Vertrag für die Universität mit einem Stromanbieter, sodass die Umstellung ein bisschen schwieriger geworden ist. Im Jahr 2017 müssen allerdings wieder erneut Vertragsverhandlungen und Vertragsverlängerungen durchgeführt werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wohl möglich, auf Ökostrom umzustellen. Stattdessen versucht die Universität, auf anderen Wegen zur Energiewende beizutragen. Wir haben seit 2010 ein sehr aufwendiges Programm zum Energiecontrolling eingeführt und versuchen über diese Maßnahmen durch Energieeinsparungen unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Damit können die Gebäudeenergieverbräuche automatisch und in kurzen Zeitintervallen analysiert werden. Der Heizenergieverbrauch wurde dadurch um 10% reduziert, was der Uni im Jahr 300.000 Euro Heizkosten einspart. Weitere Maßnahmen sparen zusätzlich Energie im Wert von 230.000 Euro jährlich. 2017 wird sich entscheiden, wie es mit der Energieversorgung an der Universität weitergeht und ob Campus Grün mit ihren Forderungen Erfolg haben. Ja, ein Auslandsaufenthalt, der gehört für viele Studierende fest zum Studium dazu. In der Regel ist man dann ein bis zwei Semester an einer Partneruniversität. Wer allerdings den Studiengang Trinationaler Europamaster studiert, der kommt erst recht viel rum. Anna Tomczak stellt uns ihren Studiengang vor im Quickcheck. Hallo, ich bin Anna Tomczak, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Polen und ich stelle euch heute den Studiengang Trinationale Europamaster vor. Heute sogar in vier verschiedenen Sprachen. Also, voilà, let's start od początku. Studium
Studia Europa Master to unikalny kierunek, który umożliwia nam zdobycie trzech dyplomów z trzech różnych uczelni. Na pierwszym semestrze w Opolu, w Polsce, zdobywamy wiedzę z zakresu nauki o polityce czy integracji europejskiej. Drugie półrocze w Mainz koncentruje się na zagadnieniach z obszaru polityki. Natomiast głównym przedmiotem na trzecim, francuskim semestrze w Dijon jest prawo europejskie. Z kolei czwarty semestr przeznaczony jest na praktyki studenckie i pisanie pracy magisterskiej. I co więcej, to my sami możemy wybrać uczelnię, w której chcemy pisać tę pracę. The most important thing is to have a bachelor's degree in a social or cultural studies, history, media, law, business, among other things. Secondly, you have to speak English and French on a high level. And of course, you have to be willing to study Polish and German. Les meilleures choses à propos de l'Europa Master sont de se déplacer et l'apprentissage de ces trois langues différentes. C'est très cool de rencontrer beaucoup de gens et d'apprendre à connaître leur culture. Salut! 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 Nie ukrywam, że niektóre przedmioty są dość trudne. Jeżeli jednak chodzi o inne kwestie, to myślę, że najtrudniejsze jest pamiętanie o tych wszystkich organizacyjnych sprawach. Na przykład, kiedy byliśmy w Polsce, musieliśmy myśleć o dokumentach, jakie trzeba wysłać do Niemiec. Kiedy jesteśmy w Niemczech, musimy pamiętać o Francji. No a kiedy będziemy we Francji, musimy myśleć o naszych praktykach i pracy magisterskiej. Na szczęście nad tym wszystkim czuwają nasi koordynatorzy z trzech państw, którzy chętnie pomagają nam we wszystkim. Wszystkich sprawach. Actually, the group of Europa Master students is really unique and small. For instance, in the second edition there are only 18 people. Good to mention is the fact that I am an only one Polish person in this year. And I know that the maximum amount of students from every country is only 10 people. Après ces études, nous pouvons travailler dans différents domaines. Peut-être que quelqu'un va choisir un travail en tant que politicien, mais moi, je suis sûre que je vais travailler en tant que journaliste à l'avenir. Et j'espère que ces études vont m'aider avec ça. Alors, je dois aller. Gesagt. Drei Abschlüsse, viele Freunde und neue Sprachen. Und das alles in nur zwei Jahren. Außerdem wird das Studium durch Erasmus und andere Stipendien gefördert. Also, wir sehen uns beim Europa Master. Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Weise Worte von Galileo Galilei. Aber vielleicht stimmt das ja, vielleicht braucht man im Leben manchmal ein bisschen Hilfestellung. Das gilt auch für die akademische Laufbahn. Und dafür gibt es hier an der Uni Mainz die Gutenberg-Akademie. Diese bietet besonders qualifizierten Doktoranden Hilfe und Betreuung bei ihrer Promotion an. Wie diese Betreuung aussieht, Luisa Klink weiß Bescheid. Bachelor, Master und dann? Henning hat Physik studiert und sich für die Promotion entschieden, sowie jährlich rund 650 Absolventen an der Johannes-Gutenberg-Universität. Ich promoviere hier an der Uni Mainz in der AG Schmidt-Kahle in der Physik und wir arbeiten hier mit einzelnen gefangenen Ionen, wie man sie hier sehr schön sehen kann. Wir machen damit Quantenmechanik. Ich habe hier in der Arbeitsgruppe meine Diplomarbeit gemacht und fand das Thema sehr spannend und deswegen wollte ich es einfach noch gerne eine Zeit lang weitermachen und noch genauer dazu forschen und mehr Experimente durchführen einfach. Unterstützt wird Henning von der Gutenberg-Akademie.
Seit 2006 fördert die Einrichtung ausgewählte Doktorandinnen und Doktoranden aller Fachrichtungen. Von Musik über Sprachen bis Naturwissenschaften ist alles dabei. Doch nur 25 Promovierende betreut die Gutenberg-Akademie gleichzeitig. Henning hat es geschafft, nachdem er bereits 2 Jahre an der Doktorarbeit geschrieben hat. Mein Professor hat mich vorgeschlagen für die Akademie und dann habe ich einfach meine Bewerbungsunterlagen eingereicht und wurde dann später für ein Bewerbungsgespräch eingeladen und habe dann auch das Okay bekommen, dass ich aufgenommen worden bin. Die Auswahlkriterien für die Gutenberg-Akademie sind derart gestaltet, dass wir natürlich auf die wissenschaftliche Exzellenz ganz besonders achten. Dies tun wir auf der Basis der Doktorarbeit und des Exposés, das uns eingereicht wird. Natürlich sind wir aber auch an dem sozialen Engagement der Doktoranden interessiert. 2 Jahre lang ist Henning nun Mitglied der Gutenberg-Akademie. Das Herzstück der Förderung? Der interdisziplinäre Austausch mit Gleichgesinnten und mit erfahrenen Wissenschaftlern und Mentoren. Man kann sich von der Gutenberg-Akademie einen internen und einen externen Mentor zur Seite stellen lassen. Die internen Mentoren sind Professoren der Uni Mainz und die externen Mentoren muss man sich eben selbst aussuchen. Henning steht noch am Anfang des Mentoring-Programms. Chemie-Doktorandin Hanna hingegen ist bereits seit einem Jahr Mitglied und trifft sich regelmäßig mit ihrem internen Mentor. Wir treffen uns ungefähr jeden dritten Monat auf einen Kaffee und sprechen so 1 Stunde, 1,5 Stunden über ganz verschiedene Themen, hauptsächlich über die Zukunft. Der externe Mentor kann irgendeine Person aus dem Berufsleben sein, die sich dazu bereit erklärt. Also das könnte ein Politiker sein oder jemand vom Europäischen Gerichtshof oder jemand in der chemischen Industrie. Genau, das ist bei mir ein Forschungsprofessor aus Nordschweden. Einfach aus der Lokalität ergibt sich, dass ich hier nicht so regelmäßig treffe. Wir haben uns jetzt einmal getroffen, da bin ich für 3 Tage nach Nordschweden geflogen. Das Mentoring-Programm dient dazu, den Mitgliedern, den Junior-Mitgliedern der Akademie einfach eigene Erfahrungen zu vermitteln und ihnen auf dem Weg zu ihrer endgültigen Berufswahl einfach entsprechende Ratschläge zu geben. Die Gutenberg-Akademie greift den Mitgliedern aber auch finanziell unter die Arme. Die Gutenberg-Akademie bietet an, bis zu 1.000 Euro im Jahr zu fördern für das Dissertationsprojekt. Und das kann in Form von Büchern oder von Reisezuschlägen erfolgen. Neben der individuellen Beratung und der finanziellen Hilfe treffen sich die Juniormitglieder außerdem einmal im Monat zum Stammtisch. Die Stammtische der Gutenberg-Akademie werden selbst organisiert von den Mitgliedern. Und da treffen wir uns 1 Stunde fürs Mittagessen. Das reicht schon, um sehr, sehr interessante Gespräche zu führen mit Leuten aus anderen Fachbereichen. Und ich habe da auch schon Freundschaften geknüpft, denke ich. Und so haben Hanna und Henning durch die Gutenberg-Akademie nicht nur Förderer, sondern auch Freunde gewonnen. Politiker aus ganz Europa kommen zusammen, um gemeinsam über die Zukunft des Kontinents zu diskutieren. So oder so ähnlich sah es vor kurzem in der Mainzer Stadthalle aus, nur waren die Politiker alle ungewöhnlich jung. Im Rahmen der vom Institut für Politikwissenschaft organisierten Model European Union trafen sich hier in Mainz nämlich Studierende aus ganz Europa. Sie schlüpften in die Rollen von Abgeordneten und Journalisten, um die Arbeit von Parlament und Ministerrat mal genauer kennenzulernen. Campus TV war für euch vor Ort. Die Flüchtlingsdebatte ist in aller Munde, auch an der Johannes-Gutenberg-Universität. Ende Juni ist das Mainzer Rathaus für 4 Tage zum Europäischen Parlament geworden. Doch echte Politiker waren keine da. Aber wer dann? 200 Leute aus der ganzen Welt da. Aus China, Afghanistan, Polen, Deutschland. Und sie haben den Europäischen Rat und das Europäische Parlament simuliert. Sie haben versucht, Entscheidungen über die Ukraine und illegale Immigranten zu treffen. Das Projekt nennt sich Model of the European Union Mainz oder kurz MEUM. Organisiert wird es unter anderem vom Institut für Politikwissenschaft. Seit 2010 findet es jährlich statt. Die Teilnehmer nehmen Rollen als Minister im Rat der EU, als Mitglieder im Europäischen Parlament oder als Journalisten ein. Sie diskutieren 2 Originalgesetzesentwürfe über die finanzielle Unterstützung der Ukraine und die Erfassung von Fluggastdaten.
Die Veranstaltung soll den internationalen Austausch fördern und Einblicke in die politischen, sozialen und kulturellen Aspekte Europas geben. Der Zuspruch ist groß. Die Atmosphäre ist sehr enthusiastisch. Alle sind begeistert. Es ist wirklich toll, Menschen aus ganz Europa, sogar der ganzen Welt kennenzulernen. Wir arbeiten gut zusammen und führen interessante Diskussionen. Die Chance ist groß, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein werden. Ein voller Erfolg. Die nächste Veranstaltung findet im kommenden Jahr statt. Sie ist als Ergänzung zu einem meist rein theoretischen Studium in der Regel unerlässlich. Die Praxiserfahrung. Die Theaterwissenschaft der Uni Mainz bietet daher ihren Studierenden in jedem Sommersemester die Veranstaltung Szenisches Projekt an. Bei der wird ein eigenes Stück entwickelt und die Studierenden können sich in allen Bereichen des Theatermachens ausprobieren. Katharina Frehmann hat die Theaterwissenschaftler bei den Vorbereitungen und der Premiere ihres aktuellen Projekts begleitet. Nein, schau doch mal, das funktioniert doch ganz gut. Das Szenische Projekt ist praktisch die Abschlussveranstaltung des Bachelor-Theaterwissenschaft-Studiengangs und da stellen wir ganz allein ein Stück auf die Beine und machen jeden Bereich komplett selbst. Das Szenische Projekt findet jedes Jahr im Sommersemester statt. Es ist das einzige Praxismodul im Bachelorstudiengang Theaterwissenschaft der Universität Mainz. Dieses Jahr geht es um Shakespeares Sonette. Die Studierenden sollten aus den Texten ein eigenes Stück schreiben und dabei Erfahrung rund um die Arbeit im Theater sammeln. Sie lernen, was Theater in der Praxis bedeutet. Denn sonst haben wir eben die Theorie in der Theaterwissenschaft und viele wollen später aber natürlich in der Praxis arbeiten und können so sich mal ausprobieren, in alle Rollen des Theaters schlüpfen. So übernehmen die Studierenden Aufgaben aus Dramaturgie, Schauspiel, PR, Technik, Kostüm, Maske oder Bühne. Wie Christoph Kugler. Er war Mitglied in gleich mehreren Arbeitsgruppen. Ich bin als Schauspieler und war vorher in der Dramaturgie. Das heißt, ich habe viel Texte mitgeschrieben, viel szenisch entwickelt. Professionelle Unterstützung erhalten die Studierenden von Claudia Isabel Martin. Sie hat schon bei mehreren Opern Regie geführt und übernimmt auch für das Stück Will Shakes diese wichtige Aufgabe. Meine Arbeit war da natürlich zum einen dann im nächsten Arbeitsschritt die Sichtung der Szenen und Texte und zum anderen eben noch schauen, wie man überhaupt das, was entsteht, auch zu einem Abend formen kann. Und natürlich dann die Arbeit letztlich mit den Schauspielern, die gesagt haben, wir möchten auf der Bühne stehen, diese Episoden dann mit denen auch einzustudieren. Eine Besonderheit dieses Jahr? Die Kooperation mit der Hochschule für Musik. Eigens komponierte und von den Sonetten inspirierte Musik wird mit Video, Tanz und Gesang in das Stück integriert. Es gibt Menschen, die studieren Musikwissenschaft, es gibt Menschen, die studieren Theaterwissenschaft, es gibt dann wieder die Hochschule für Musik, die ihre eigenen Studierenden hat. Und mein Wunsch war es eben aus der Praxiserfahrung heraus zu sagen, dass man dieses Projekt mal dafür nutzt, eben diese Schnittstellen schon vorher mal zu etablieren. Insgesamt 4 Auftritte bewältigen die Studierenden dieses Semester. Und das neben dem normalen Uni-Alltag. Das bedeutet viel Aufwand. Aber lohnt sich dieser auch? Es ist auf jeden Fall wieder schön, mal ins Spielen zu kommen, auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das bringt mir sehr viel, um nochmal mich besser vorzubereiten auf Vorsprechen für die Schauspielschulen. Ein Praktikum bringt definitiv mehr, weil in einem Praktikum an einem Staatstheater oder städtischen oder freiem Theater ist nochmal ein ganz anderer Druck, ganz andere Gegebenheiten, technisch viel mehr möglich, wie aber auch professionelle Schauspieler. Ja, man kann viel lernen. War halt schade, dass man immer nur in der einen Gruppe war, aber da konnte man auf jeden Fall viel reinschnuppern, ein bisschen Pressearbeit machen, ist auf jeden Fall spannend. Trotz geteilter Meinung unter den Machern, die Premiere läuft gut. Er sitzt neben dir. Wie schön, er strahlt die Schönheit doch. Mhm. Ich werde gefunden, ich werde verloren, ich werde vergessen. Ein gelungener Abend. Für das nächste szenische Projekt ist eine Kooperation mit dem Staatstheater Mainz geplant. Dort werden die Studierenden dann einen Blick hinter professionelle Kulissen werfen können.
Er darf in keinem Mittelalterfilm und bei keinem Robin Hood-Kostüm fehlen. Der Bogen. Lässig den Pfeil anlegen und genau ins Ziel treffen, das ist schon sehr beeindruckend, muss aber auch intensiv trainiert werden. Bogenschießen, das wird auch hier an der Uni Mainz im Hochschulsport angeboten. Marilena Schulte und Maike Reinhardt mit dem Sportcheck. Ruhe, Konzentration und Körperbeherrschung. Die wichtigsten Eigenschaften eines Bogenschützen. Daniel Reckenthaler ist 28 und studiert an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Seit 2010 ist er beim Bogenschießen des Allgemeinen Hochschulsports dabei. Zunächst auf Anraten seines Arztes. Ich hatte einige Rückenprobleme und das ist natürlich eine Sportart, die sehr gut für den Rücken ist, wenn man sie dann richtig betreibt und auch den entsprechenden Ausgleichssport macht. Dann habe ich einfach gesagt, gut, gucke ich es mir mal an und bin seitdem irgendwie dabei geblieben. Das Bogenschießen ist dabei nicht nur gut für die Haltung, sondern trainiert auch Körper und Geist. Was für Vorteile das Bogenschießen noch mit sich bringt, weiß Trainerin Dorothee Lucht. An sich ist es vor allen Dingen die Konzentrationsfähigkeit, die trainiert wird, aber auch feinmotorische Fähigkeiten werden trainiert. Der Trick dabei liegt eigentlich darin, dass man sich seinen ganzen Körper und die Bewegungsabläufe seines Körpers erstmal bewusst macht und auch sich bewusst macht, welche Muskelgruppen wann aktiv sind, dass der Pfeil dann auch dahin geht, wo er hin soll. Die Körperhaltung beim Schießen erfordert einen geraden Rücken, eine angespannte Armmuskulatur und ein lockeres Handgelenk. Kondition und Ausdauer hingegen sind zweitrangig. Die größte Herausforderung beim Bogenschießen ist es, sich auf nur einen Punkt zu konzentrieren. Das heißt zwar ins Schwarze treffen, aber das Goldene ist definitiv der innerste Kreis und der ist halt nur so, je nach Scheibengröße, so zwischen 3 und 5 cm breit. Aber nach 2-3 Wochen Training konnte ich den schon so auf 10 Meter Entfernung treffen. Wichtig für einen gelungenen Schuss ist auch der richtige Bogen. Um den zu finden, testet man das Zuggewicht. Schafft man es, den Bogen 10 bis 15 Mal hintereinander zu ziehen, steht dem Schießen nichts mehr im Weg. Daniel hat den perfekten Bogen für sich schon gefunden. Der typische Langbogen aus Robin Hood, der einer von den traditionellen Bögen. Meistens wird dazu natürlich auch ein schöner Holzpfeil geschossen, einfach um auch die Tradition und Stil zu wahren. Es gibt eigentlich so gut wie niemanden, der sich, oder mir würde keiner einfallen, der sich dafür nicht eignet. Es können schon ganz kleine Kinder anfangen, aber eben, das kann man auch bis ins hohe Seniorenalter machen. Wer am Kurs teilnehmen darf, wird zu Beginn des Semesters ausgelost. In dem fortgeschrittenen Kurs sind wir jetzt so ungefähr 10 bis 15 feste Teilnehmer und im Anfängerkurs variiert es immer von Semester zu Semester, weil es so ist, wir haben halt ein gewisses Kontingent an Leihbögen, die können für ein Semester geliehen werden, während man dann sozusagen auf den anlernt, die Sache ausprobiert und dann entscheidet, ob es etwas für einen ist und man sich dann eigenes Material kauft oder man sagt, es war eine schöne Erfahrung, aber es ist nicht mein Sport. Bogenschießen eignet sich auch, um beim Semesterstart neue Kontakte zu knüpfen. Wenn man den Spaß an der Sache haben will, sollte man es definitiv als Gruppen- und Mannschaftssport betreiben, weil man trifft halt auf andere Leute, die mit demselben Sport denselben Spaß haben und das ist definitiv die lustige Komponente an der Sache. Das Bogenschießen ist aber nicht nur lustig, sondern kann durch regelmäßiges Training sogar Stress verringern. Also genau der richtige Ausgleich zum hektischen Uni-Alltag. Das war's schon wieder für heute bei Campus TV. Ich hoffe, wir haben mit unseren Beiträgen bei euch auch direkt ins Goldene getroffen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal in die Semesterferien. Marvin hat aber am 24. Juli noch eine Spezialsendung für euch. Also bis dahin, wir sehen uns im Herbst. Ich reite jetzt direkt in die Sonne. Macht's gut. Los, Brauner.